Hallo, grüß dich. Schön, dass du vorbeischaust. Heute möchte ich euch den Instant Wap vorstellen. Ein Produkt aus Ungarn. Ich habe den vor 1,5 Wochen bestellt. Der kam auch recht fix. Ich glaube, das hat von Freitag bis Montag gedauert. Dann war der hier. Das ist, wie gesagt, ein Sublimator. Ich habe ja schon einen, den Sublimox. Aber der hier, der ist spitze. Instant Wap. Den packe ich erstmal aus. Der ist schon mal schön eingepackt. So. Packen wir die mal aus. So, jetzt habe ich den Instant Wap ausgepackt. Der absolute Vorteil gegenüber zum Sublimox ist, dieses Gerät läuft auf Batterie, ist vollkommen unabhängig von Stromquellen wie einer Steckdose oder einem Generator oder Gas oder sonstiges. Es ist einfach eine Batterie, die kommt unten rangesteckt. Dann hat das auch noch eine Digitalanzeige, die die Soll- und die Ist-Temperatur anzeigt. Also man kann selber bestimmen, bei wie viel Grad Celsius das Oxalsäurepulver eben verdampfen soll. Der nächste Vorteil, das sind diese Dispenser. Ich habe mir 2 Stück bestellt. Hier kann man den im Griff einparken. Das gefällt mir auch sehr gut. Den nehme ich mal hier raus, um das zu zeigen. Der hat hier, kann man das sehen, der hat hier 1, 2, 3 Gramm und auch noch ein 4 Gramm Einstellung. Da kann man einfach am oberen Ende drehen, um die gewünschte Grammzahl einzustellen. Ich zeige dann auch noch mal später, ob das auch hinhaut. Na, verkehrt herum. So. Yes. Der ist jetzt auf 2 Gramm eingestellt. Dann taucht man das in die Oxalsäure. Die bleibt dann hier dran hängen. Schmeißt das in die Röhre rein, dreht das ein bisschen fest. Entweder hält man fest und drückt runter oder man haut runter. Dann fällt die in die Verbrennungskammer und wird dann als Rauch, als Dampf ausgestoßen. Also es ist sehr praktisch. Also keine Kabellage und gar nichts. Ich stecke gleich die Batterie ran, da kann man das auch nochmal sehen. Also dann ist hier oben auch noch ein Voltmeter. Ganz praktisch zu sehen, wie ist die Spannung, damit die Batterie einen nicht abkackt. Und ja, hier schaltet man eben das Heizelement ein und aus. Und dann zeige ich mal gleich, wie das aussieht mit Steckkontakt, also mit einer Batterie. Ach so, ich habe auch noch 2 Dichtringe dazu bekommen. Sind so kleine Dichtringe hier an den Dispensern. So. Hier habe ich jetzt meine 18 Volt 5 Ampere Batterie von Bosch. Habe ich schon im Vorfeld. Die stecke ich jetzt mal einfach ein. Klick. Und startet die Anzeige. Hier kann ich einstellen mit dem Pfeil nach unten, ob das vielleicht nur 220 Grad sein sollen oder eben die empfohlenen 230 Grad. Mit diesem Schalter startet man dann die Heiz-, also hier wird jetzt die Ist-Zeit, die Ist-Temperatur angezeigt. Und dann kann man dann durch den Einschalten, das Heizelement starten. Dauert ein wenig. Und schon startet die Temperatur. Die geht jetzt ganz schnell hoch. Ich mache wieder aus. Muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Hier wird dann eben die Spannung angezeigt. Oh, da ist ja noch die Schutzfolie drüber. Kann ich auch abreißen hier. So. 19,2 Volt. Ja. Praktisch, wenn man fertig ist, wie gesagt, ausschalten, die Batterie wieder herausziehen und gut ist. Und jetzt möchte ich gerne herausfinden, ob das nun auch hinhaut mit der Anzeige, die 2 Gramm. Dazu habe ich mir schon mal vorbereitet.
eine Waage, ein Becher. Und dann nehme ich den hier mit 2 Gramm, wie man so schön erkennen kann. Da habe ich gestern schon geeicht, also ich habe da schon mal dran rumgedreht. Und das zeige ich gleich. Dazu schalten wir das Gerät ein. Ja, 0,0 Gramm. Ich habe herausgefunden, das Beste ist, man drückt es in das Pulver und dreht. Dann bleibt es hängen, wie man so schön sieht. Und jetzt möchte ich gerne wissen, sind das wirklich 2 Gramm? Und es zeigt 2 Gramm an. So, also die Einstellung ist perfekt. Na, so, funktioniert tadellos. Ich habe es vorher, wie gesagt, eingestellt. Und abgewogen, dass es dann exakt 2 Gramm sind. Und jetzt nochmal die Größenunterschiede. Da kann man das schon deutlich erkennen, dass der hier, der liegt gut in der Hand. Hat natürlich einen auch recht praktischen Klappdeckel, aber eben unpraktisch durch seine Stromverbindung, da brauche ich einen Generator, wenn ich in Mörke bin. Der hier wäre einfach ideal. Und dann auch noch die Technik, und die ist einfach grandios mit dem Dispenser, dass das einfach mit dem Draufdrücken runterfällt und verdampft. Da brauche ich nicht einen Messbecher und dann rein. Und also da sind schon viele Vorteile mit dem Instant Wap, die ich schon sehe. Aber es wird noch spannend, wenn ich den dann wirklich draußen in Gebrauch nehme. Soweit erstmal zum Ersteindruck.